Und als Nächste hat das Wort die Kollegin Renate Alt, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Letzte Woche wurde meine Büroleiterin bei einer Veranstaltung zur europäischen Verteidigungspolitik von einem älteren Herrn angesprochen. Völlig überraschend fragte er sie, na, was machen Sie hier bei einer außenpolitischen Veranstaltung? Wessen Praktikantin sind Sie? Meine Damen und Herren, dass im Jahr 2019 eine außenpolitische Qualifikation den Frauen derart plump abgesprochen wird, ist beschämend. Deutsche Außenpolitik muss weiblicher werden. Andere Länder sind uns längst voraus. Ich nenne nur einige bekannte Außenpolitikerinnen: Condoleezza Rice, Hillary Clinton, Chrystia Freeland, Federica Mogherini. Madeleine Albright war gerade in München bei der Sicherheitskonferenz eine sehr gefragte Gesprächspartnerin. Lassen Sie uns für eine Außenpolitik eintreten, in der Frauen selbstverständlich ihren Platz haben, vor allem als Gestalterinnen. Dazu bekennt sich die Bundesregierung in den Leitlinien zur Krisenprävention in der UN-Resolution 1325. Diese macht deutlich, dass Frauen nachhaltig Frieden sichern. Setzen Sie in Ihren Projekten endlich auf die aktive Beteiligung und Einbindung von Frauen. In UN-Missionen, bei der Gesetzgebung oder in der Traumabewältigung. Frau Minter-Fähring, nutzen Sie den UN-Sicherheitsrat. Legen Sie einen Schwerpunkt auf die Rechte der Frauen. Es darf nicht sein, dass in Afrika sexualisierte Gewalt immer noch als Kriegswaffe eingesetzt wird. Es darf nicht sein, dass in Indien weit über 100 Frauen täglich vergewaltigt, unterdrückt oder sogar ermordet werden, nur weil sie Frauen sind. Unterstützen Sie Frauenbewegungen weltweit, wie zum Beispiel die iranische White Wednesday-Bewegung. Liebe Frau Brugger, vielen von dem, was Sie gesagt haben, kann ich zustimmen. Uns eint die Überzeugung, dass wir eine bessere Außenpolitik brauchen. Aber brauchen wir unbedingt das Adjektiv feministische Außenpolitik? Nein, nein. Das Label feministisch ist für unser Anliegen überflüssig. Ich bin sogar der Meinung, dass manchmal sogar kontraproduktiv. Denn wir werden sehr schwer eine gemeinsame Definition vom Feminismus finden, und das haben mittlerweile die schwedischen Politiker auch erkannt. Meine Damen und Herren, Deutschland ist ein modernes Land. Wir brauchen eine moderne und verantwortungsvolle Außenpolitik, die Schwache schützt. Eine Außenpolitik, die allen Chancen bietet und Teilhabe ermöglicht. Wir brauchen eine Außenpolitik, deren Umsetzung und Repräsentation gleichermaßen von Männern und Frauen vorangetrieben wird. Denken Sie auch an die Zukunft Ihrer eigenen Töchter. Durch Vorbildfunktion in den Führungspositionen können wir der jungen Generation von Frauen ermutigen, die junge Generation Verantwortung zu übernehmen. Dieses Bild modernes Deutschlands möchten wir Freie Demokraten in die Welt transportieren. Der Überweisung Ihres Antrags in den Ausschuss werden wir zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Alt. Als Nächstes spricht zu uns die